Team Ban. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. So, willkommen zurück zur ESL ThinkFast Razor League. Im Spiel um Platz 3. Im Spiel um Platz 3 zwischen Indie Gaming und den Team Sojasauce. Für Indie Gaming, soweit ich das sehe, geht es hier um einen Platz in den Qualifiers, sind zum ersten Mal dabei, dementsprechend müssen sie hier liefern. 40 Punkte könnten genug sein, um in die Top 19, Top 20 zu kommen. Bin mir aber nicht sicher, beziehungsweise das wird man halt nach den Ergebnissen von diesem Qualifying sehen. Team Sojasauce sind so oder so weiter. Von daher geht es hier um Indie Gaming. Für viel sind auch einen Punkt vorne. Und müssen hier, ja, auf jeden Fall gerne was gewinnen. Für Team Sojasauce geht es nicht um viel, aber zumindest um die Ehre. Platz 3 ist ja immerhin schon mal etwas. Sind auch schon knapp, ja, weiß nicht, viermal oder so dabei. Von daher um viel. Indie Gaming kommen hier mit wieder einem Malicious Prophet, aber diesmal einem Jakiro als Second Pick voran. Also diesmal doch ein bisschen Variation im Gegensatz zum letzten Mal. Aber der Malicious Prophet hat sich im letzten Mal ganz gut gehalten, hat auch nicht so viel gethrowt. Und dementsprechend ganz guter Pick. Jakiro dazu ist durchaus für die Laning-Phase sehr gut. Und Team Sojasauce geht mit bekanntem Skyrath Mage Center Warrener. Diesmal kriegen sie den Sky und werden vielleicht lieber ein bisschen Mystic Flair umdrehen auf der anderen Seite. Center Warrener auf jeden Fall im letzten Game, ja, nicht so wirklich überzeugend, aber halt im Late Game halt auch war er ziemlich stark. Und daher ein guter Hero-Pick. Mit dem Ability, mit dem Skilling bin ich absolut nicht einverstanden, aber das kann er ja machen, wie er will, wenn es das funktioniert. Tja, mal schauen, jetzt, wenn ich jetzt die Bans im letzten Spiel gemerkt hätte, wäre das ähnlich, aber okay, Pugna-Ban, nein, sieht nicht so aus. Aber der Earthshaker-Ban von Indie Gaming, obwohl sie den First Pick hätten, dachte ich jetzt, dass es vielleicht nochmal ein Earthshaker gepickt wird, aber diesmal kein Earthshaker und kein Legion Commander, aber auch kein Invoker für Indie Gaming. Und sie gehen mit dem Venomancer. Es scheint ziemlich stark auf Push hinaus zu laufen. Ich habe so das Gefühl, dass Indie Gaming fertig werden wollen. Aber Pugna ist schon gebannt. Von daher nicht mehr so viel Push übrig. Auch von Team Sojasauce direkt Anti-Push. Weil halt Death Prophet war schon am Anfang an raus. Pugna und Invoker dagegen. Irgendwie sehen sie, dass sie hier schnell fertig werden wollen und nehmen erstmal das Schlimmste raus. Aber Skyrath Mage und Centaur sind auch durchaus Helden, die auch schon fighten können, wie im letzten Mal. Von daher nicht das Problem. Mal schauen, ob sie auch einen stabileren Draft benutzen, als das, was sie vorher hatten. Denn irgendwie hatte das nicht so gut funktioniert. PF Scorecaster ist Paul, Tim kommt nach dem Draft. Oder wenn er sich das erstmal meldet. Ich glaube, ihr hört das schon. Wenn nicht, muss er sich bei mir melden, wenn sein Mikrofon nicht funktioniert oder sowas. Genau, sein Alchemist von Team Sojasauce, ja, okay, kann man als Anti-Push nehmen, wenn es quasi Minion-based Push ist. Mit dem Acid Spray kann man doch gut gegen pushen. Wahrscheinlich ein Support-Alchi. Zusammen mit Skyrath Mage und einer langen Concoction könnte das ziemlich gut funktionieren. Aber allerdings einen funktionierenden Alchemisten ist selten. Daher muss man hier sehen, ob Team Sojasauce das durchziehen kann. Und ob sie hier halt einen Draw machen können und 1-1 picken können und das Spiel in ein drittes Match bringen können. Mal gespannt. Aber bisher halt Indie Gaming hat den stabileren Draft, hat viel Push, aber hat auch starke Helden, starker Teamfight und auch viel Late-Game-Potential. Weil Veno Ulti mit Agas zusammen wird nicht so einfach abfallen und jetzt gehen tatsächlich Indie Gaming mit dem Necro. Push, Sustain. Ja, ist halt wahrscheinlich für den Support Sustain gepickt worden. Wird natürlich nicht als Support gespielt, aber bietet damit halt auch mit dem Death Pulse eine sehr hohen Sustain und so, dass halt Team Sojasauce nicht so wirklich da rein contesten kann, was so der Plan ist. Und Sniper picken sie dafür. Bisher tatsächlich jetzt bin ich damit zufrieden, weil Sniper funktionierte relativ gut. Sie haben bisher noch keine Initiation. Sie müssen jetzt auf der Midlane irgendwas nehmen, was Initiation hat. Würden wahrscheinlich lieber einen Carry-Midlaner nehmen.
Außerdem wäre das eventuell ein Held, den man tatsächlich auch von Indie Gaming sehen könnte. Mit der Long Range und dem Tower Push. Wobei das gegen Ascenta Warner's Gareth Mage Ultimist vielleicht nicht die beste Wahl wäre. Aber hey, Draw Ranger wäre noch ein Pool. Tatsächlich wäre ein Draw hier noch da. Würde alle aufbuffen und könnten halt durchaus, aber nicht sicher. Aber mit einem Necro wäre durchaus möglich. Muss man einfach sagen. Falls Indie Gaming sowas überhaupt in Betracht ziehen. Ja, mal schauen, was sie denken, was da noch kommt. Zeus wurde gebannt von Indie Gaming. Hatten ja gesehen letztes Mal, das letzte Spiel hatte mit Zeus relativ gut funktioniert. Außerdem hier ein bisschen noch mehr Damage wäre auch cool. Aber ja, sie brauchen noch einen Carry für Team Sojasauce. Oder einen Midlaner, je nachdem, wo der Sniper hin will. Kommt aber auch einfach darauf an, was Indie Gaming jetzt für die Mitte pickt. Ob der Sniper die Mitte kann oder nicht. Viper ist raus, Razor ist raus, Death Prophet ist raus, Brewmaster ist raus. Ist halt nicht mehr so viel übrig. Zeus ist halt auch raus. Und sie denken, dass ein Dragon, der in die Mitte kommt, wäre tatsächlich sehr gut gewesen. Hätte durchaus so sein können. Team Sojasauce denkt auf jeden Fall mit. Und hat ja doch relativ gute Bans, muss man sagen. Oh, ein Juggernaut. Ein Juggernaut, also für den Healing Ward wird genommen. Weiteres Sustain, wobei ich halt eventuell eine Wind Ranger in der Mitte halt auch gedacht hätte. Das könnte für Team Sojasauce tatsächlich noch sein. Mit dem Powershot kann man doch da einiges an Depush machen. Mit Sniper dann carryen, aber nein, sie gehen mit der Undying, was im letzten Spiel so halbwegs geklappt hat. Ja, kann ja sein. Mal schauen, wie es in diesem Spiel funktioniert. Im letzten Spiel war die Undying am Anfang ein bisschen stark und nachher hatte da nicht so wirklich viel sich dafür getan. Kai, kastest du heute aus einer Kathedrale raus? Aus einer Kathedrale? Nein, das ist die Frunde. Die Frunde hat eine sehr scheiß Audioqualität. Und das Problem ist nur, dass ich jetzt ein neues 100 Euro Kondensator-Mikrofon habe, das alles aufnimmt. Ja. Ja, das kenne ich. Manche Kondensator-Mikrofone haben so 10 Dezibel Reduzierung, das ist manchmal nicht schlecht, wenn du dichter dran bist, am Mikro weniger Raum aufnehmen möchtest. Ja, ich muss halt ganz nah rangehen, dann ist es schon okay. Ein bisschen weiter hinten ist halt doof. Gucken, Voice ist schon Max. Ja, Voice ist schon Max. Bisschen leise vielleicht, aber bei dir. Na gut, IG, was haben wir denn hier? IG, Dr. Angel auf dem Nature's Prophet auf der Solo Lane. Es wird ein Aggressive Trident. Anaxodora auf der Mitte, in der Mitte mit dem Necrophos. Und eine Aggro Trident für Domo 007 und Volex. Mit Jugger, Jakiro und Venomancer. So. 007 war sonst immer in der Mitte. Switchen sie jetzt ein bisschen rum. Ja. Mal sehen. Und rennen hier eventuell direkt schon in Leute rein. Mal schauen, ob sie da was finden. Ice Path. Oh, die Gale trifft. Das könnte unser First Blood werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es First Blood wird gerade hier. Bisschen noch gemacht, aber ja, mit der Last Hit holt sich der Jakiro. First Blood 507. Schön, schöner Wraparound. Aber hat doch dumm gelaufen. Ja. Und es wird wohl Dual Lanes von TSS. Alchi und Center Warner. Dort unten, AAA auf dem Sniper tatsächlich in der Mitte. Würde ich halt auch denken. Und FF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 
Nee, All-Chat will ich ja nicht muten, aber Spectator-Chat will ich muten. Ja. Borderline Kill-Counter 2. Ja, mal schauen, wie hoch der noch so getragen wird. Mit den beiden Aggressive Wards da unten kann da durchaus einiges sein. Also Center Warner kommt halt nicht mehr von hier unten zu seinem Kästchen raus. Das ist halt krass. Und Jakiro kann halt schon fast irgendwie den Alchi alleine rausherrissen. In der Mitte Lane, was haben wir hier? Sniper 4. Necrophos 9 zu 4. Okay. Haben die gerade hier. Hat Jakiro gerade für die Botlane gepullt? Oder war das denn doch irgendwie der Alchi? Gale hittet! Oh, dieser eine Creep hier blockt. Das ist bitter. Aber es sollte trotzdem hier reichen. Versucht sich raus zu snacken, aber. Da kommt auch noch der Leonatius Buff rein und will ein bisschen was von der Kohle haben. Wird aber vom Tower gefokust. Und zwar nicht ohne. Das ist low, aber hilft nicht viel. Ja. Knappe Sache, aber sie mussten zu viel. Man guckt hier den Juggernaut, der sich hier durchgefressen hat. Schön. Und ja, turnt einfach. Ice Path, Mist, was? Aber ganz knapp hier. Und kriegt hier. Ja, Tim, ich glaube, du musst gleich den Count erhöhen, aber ich glaube, er findet hier nichts. Und damit ist er schon fast tot hier unten. Sollte vielleicht nicht jetzt rauskommen. Wird gestunt und es sieht sehr aus nach einem zu 2. Kauft auch schon mal rein. Könnt ihr jetzt noch einen Town Portal kaufen? Was? Seriously, er kommt da weg? Irgendwie sollte vielleicht mal ein Support ihm helfen kommen. Wie er einfach wegläuft, ist ja krass. Ja. Muss halt jetzt juken, ne? Muss halt jetzt juken. Ein Hit. Zwei Hit. Batz, okay. Oh man, Space Created. Hashtag Space Created. Aber dafür in der Mitte stirbt der Sniper. Ich habe mich entschieden, nur die offensiven Kills zu zählen. Ah, na gut, okay. Hast du weniger zu tun. Aber alles hin und her und hin und her. Der Vive harmt die Undying oben. Und zwar ziemlich gut, 20 zu 7. Top of the board. Die Frage ist halt nur, was du mit dem Undying Farm halt anfangen kannst. Also klar wird es schon stark, aber ich weiß nicht. Dass es sinnvoll ist, die Undying zu farmen. Andererseits, was bleibt dir dann so übrig? Vielleicht einen Cent hochstellen oder sowas. Aber naja. Boah, knapper Ice Path oben vermisst. Für die Undying tatsächlich da. Vielleicht sogar gestorben. Ja, Necro in der Mitte wird fett. Juggernaut hat ein paar Kills, ein paar Last Hits, aber ist nicht so viel. Und sie swappen tatsächlich rum. Undying auf den Bottom Lane und Center hat auf oben sich seine Brötchen so verdienen. Die Frage ist halt jetzt, ob man nochmals weiterhin so einfach farmen kann wie eben. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr so einfach ist gegen Jakiro und Nature's Prophet. Die jetzt auch schon relativ stark pushen. Level 2 Liquid Fire. Macht doch schon ein bisschen Tower Damage. Bottle für Sniper. Alchemist hat bald mal Boots irgendwann. Gareth Mage hat schon Boots. Gale hittet wieder. Ich weiß, ob sie da rein können. Jetzt ein schöner Dodge hier. Juggernaut schön gespinnt, schön passend und holt sich den Hexenkill auf den Juggernaut. Muss allerdings jetzt ein bisschen weit, ein sehr schnell weggreifen und sollte vielleicht mal seine Healing Ward hier hinstellen. Ja, nee, nee, ja. Okay, also wenn er das gemacht hätte, könnte er jetzt schon wieder turnen und dann einfach ein Go machen. Oh naja. In der Mitte, der Necro ist da. Will halt jetzt gerne, müsste jetzt einfach nur sein Ulti benutzen. Das wäre relativ einfach. Ja, okay. Jetzt macht er das und kriegt den Kill auf den Sniper. Hätte er schon vorher machen können, aber hatte wahrscheinlich Butterfinger und nicht ganz den Knopf getroffen. 1 zu 5 für IG. Tja, das sieht schlecht für TSS aus, aber noch lange nicht so schlecht wie nach diesem Kill hier. Okay, aber keine Ahnung, im ersten Game sah es schlechter aus und IG hat einfach so viel gethrowt, dass es halt ging, von daher
Also hier erinnert mich halt gerade so ein bisschen an SD in der Sache, wie sie spielen. Wir haben halt teilweise einen Midlaner, der nicht das, was das Team tut. Aber Advantage, ja, ne, auch shit. Also wir haben halt teilweise so ein Leute, die nicht tun, was das Team will, Leute, die sich viel zu überschätzen und halt einfach teilweise einfach so komische Plays. Mitte wird eventuell jetzt bei G der zweite Tower fallen, aber unten ist halt auch ziemlich viel Action. Allen voran mit den Black Wards, die hier den Tower zack, bekommen und Gale auf 2 und noch ein Spin auf 3 durch hier. Kriegen hier den Skywrath Mage mit dem ersten Hit, Concoction fliegt, trifft. Die Frage ist, ob sie das fordern kann. Sieht nicht danach aus. Schöner Ice Path, der hier einsperrt und ziemlich viele Black Wards, die hier Damage machen. Aber Stampede ist jetzt ready, gerade so geworden, Level 6. Und Stand and Fight. Und ein bisschen rumkiten. Und das sollte auch der Damage reichen. Ice Path trifft. Und hier kommt tatsächlich gerade so auf den Venomancer raus, sodass er überlebt das Ganze. 9 zu 1 und du kannst deinen Counter um einige Kills erhöhen. Wobei, ja doch, das war technically auf der Botlane, obwohl da nicht nur Botlaner dabei waren. Aber in der ganzen Zeit ist Nature's Prophet auch noch nicht dazugekommen. Der halt währenddessen weiter gefarmt hat und durchaus das Base Created bekommen hat. Aber auch Center Warner war nicht ganz dabei. Beide haben halt mit Stampede und mit Nature's Wrath so ein bisschen mitgenommen. Aber hier diese ganze Train, der halt einfach mal nach Hause geht. Und Black Wards einen Dom ins Gesicht setzt, um ihn zu slowen. Er versucht hier zu blocken, ja, er schafft es. Blocken. Oh Mann. AG hat gerade sehr viel Spaß. Regeneration für Necrophos. Und da finden sie hier einen Alchemisten. Der jetzt, glaube ich, ein Problem bekommt. Was ist das denn? Statistik, eine Formatierung, komisches Ding. Aber naja. Ja, Botlane-Counter. 8. Tower 3 zu 0, ja. Sieht relativ schwierig aus, wir gucken auf die Graphen. 8000 Vorteil für IG, 3000 XP. Wir haben einen Sniper und einen Center Warner, das ist noch nichts verloren, aber relativ viel zurück dafür. Stampede wird benutzt für oben und zu spät der Sprout. Overflow bei 10, was? Und hier kommt der Return Kill, sehr, sehr wichtig. Aber Skywrath Mage fällt einfach so unten auf der. Noch nicht mal das Ulti von Necrophons wurde benutzt, von daher wahrscheinlich ein Gale und der war zu weit vorne. Versuchen hier den T2 ein bisschen zu pressuren, haben einige Wards, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Center Warner kommt langsam näher zu seinem Blinkdagger. Aber wir sind ja auch erst 9 Minuten 30 im Spiel und haben noch einige Zeit. Gale hittet erstmal auf den Undying, das könnte erstmal okay sein. Concoction nix. Necro ist drin, trifft jetzt auch wieder meinen Skyrim Mage, der Arme. Undying ist noch okay, als Katarunkheit, aber jetzt auch dann doch. Center Warner drin, allem. Das Ulti macht einiges an Damage von Veno hier. Lässt eventuell Alchemist. Alchemist poppt davon. Dingens auch. Und auch noch Sniper geht down. Double Kill für Warlocks. Double Kill für 007. Und ein 4 zu 2 Trade. Irgendwo zwischen T2 und T3. So diese typischen Dives. Oh Mann. 5 zu 2, richtig? 5 zu 2, ja. Und prinzipiell hat 5 zu 2 getradet und XP Change und Gold Change ist halt even. Also prinzipiell war das gut für TSS. Aber sie verlieren diesen Bottom Tower dadurch. Mitte T1 Tower, T2 hat auch nicht mehr so viele Leben und Top T1 auch, T2 auch nicht. Daher wird das demnächst wahrscheinlich mehr so alle Außentower nach 10 Minuten gefallen sein. Das ist schon bitter. Aber zugegeben ist ein Push-Line-Up. Mal schauen, wie so die Items aus sind, besonders auf dem Necrophos demnächst. Der doch bald Geld hat. Aber erstmal eine Midas für Nature's Prophet. 11 Minuten, naja. Aber Portrait Set vorher und war auch in einigen Kills beteiligt. Hat damit nicht so viel Geld
alleine im Wald holla holla get Dollar zu machen. Und ich glaube, da wird Roshan vorbereitet. Das sehen sie durch den Ward hier, TSS, aber ich weiß nicht, ob sie das contesten können. Eventuell kommt Profit noch da rein, aber ich glaube, das sollte so passen. Besonders mit der Healing Ward sind sie da fein und können halt einfach nur so Roshan downbursten. Einige Debuffs drauf und ja, einiges an Wards, die da drauf ballern. Ja, Networth sieht auch nicht so toll aus. Ach du Scheiße. Networth, guck dir den Networth an. Alle von IG sind vorne. Selbst der Venomancer hat mehr Networth als der Sniper. Ach du meine Fresse. Ich habe meine Reihenfolge zufällig so gedreht, habe, aber es ist tatsächlich absteigend. Ich dachte schon wieder so, verdammt, warum ist denn schon wieder die Reihenfolge so, wait a minute. Das ist wirklich nicht. Oh Mann. Ja, das ist schon krass. Ja, sie ist Networth, ist bei 12k vorne, bei 12 Minuten. Ist halt so, pff, okay. Also bisher scheint es so, dass die Kills quadratisch nach oben steigen. Hier zu 16. Mal schauen, ob sie jetzt noch 9 Kills bekommen, bevor TSS einen bekommt. Wovon ich tatsächlich nicht so ausgehe. Acid Spray ist schönes Harris, einiges an Harris vom Acid Spray und vom Shrapnel, aber reicht natürlich nicht. Ultim ist immer noch Level 5, Skyrath Mage auch noch Level 5 und gerade erst angefangen. Das ist relativ bitter, außerdem können sie halt natürlich keine Tower deffen. Ich glaube, den Juggernaut würde sie alleine töten. Ist auch auf dem Arganims am Bauen, Level 8 und wird wahrscheinlich dann für Level 11 sein Arganims fertig haben und dann einfach mal durch alle Leute hier springen. Wenn bis dahin das Spiel noch nicht vorbei ist. Zambit ist dran, wird jetzt benutzt. Schön auf den Juggernaut, aber ja, dann wird das Center auch schon gebürstet. Versucht nur alles hier auf den Juggernaut zu werfen, aber der macht seinen Spin an und ignoriert es halt komplett. Und jetzt haben wir einigen Damage am Veno-Ulti. Bisher aber ist jetzt Kills tatsächlich 2 zu 2. Aber Omnislash und das besiegt erstmal das Schicksal des Snipers. Eventuell, wenn sie nicht dodgen können, aber Spin kommt raus. 0,1 paar Sekunden. Tatsächlich bevor die Concoction fliegt. Wenn sie das hätten machen können, dann hätten sie definitiv hätte der Sniper weggekommen, aber so. Und da poppt tatsächlich der Necro noch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber immerhin. Naegis und 3 zu 2 getradet, aber ein Buyback vom Sniper geforst. Ja, den Umständen entsprechend ist es tatsächlich gar nicht so schlecht gewesen für TSS. Tja, und wie sieht's aus? Networth 16k vorne nach 14 Minuten. Sie haben sich hier ein bisschen Bonus gemacht. Und kriegen hier tatsächlich einfach auch noch den Centaur. Aber Sniper holt sich hier den Necro mal wieder. Jetzt nach Odin, der Aegis halt auch einfach poppt. Ist Aegis Lord, das Gareth Mage wird hier down gehen mit dem ganzen Dot. Aber eventuell Juggernaut könnte hier ein Hit noch. Und er ist nicht mehr drin. Und der letzte Hit on High Ground fällt er nicht. Außerdem Healing Ward ist da, der ganz ignoriert wird. Haben sie den Sniper gefunden. Der wird gegalt. Aber es ist nur ein Level 1 Gale, soweit ich das hier sehe. Ja, das Level 1 Gale macht noch keinen Damage. Venomancer ist low, hat aber Smoke gepoppt. Entkommt dem Sniper-Ulti damit. Schöner Icepath auf 2. Frage ist, können sie den Alchemist bursten? Hat einiges an Damage, was er bekommt. Snobitis benutzt, aber es reicht nicht ganz 5 Leben. Und überlebt es tatsächlich. Centaur geht jetzt rein, kriegen tatsächlich auch noch den Juggernaut. Ein Dying Spreak. Und ja, TSS turnt das jetzt gerade so ein bisschen. Schön gemacht hier. Sniper ist jetzt wieder in Networth weiter vorne. Ich frage mich gerade, warum der Nature's Prophet auf einen Midas geht, wenn sie doch so einen starken Push spielen. Naja, Prophet muss halt Midas haben. Der Plan von IG ist doch sicherlich nicht nach weit hinten das Ganze rauszuzögern. Ja, den Midas hätte sich sparen können. Er hätte jetzt schon Necro 3 und dann wäre das Ganze was wesentlich anderes, ne? Denke ich auch. War jetzt vielleicht der nächste Go? Oh nein. Wir hätten gesehen und dann ist nichts möglich. Aber ja, Networth ging um einiges nach oben. Knapp 5k Networth und
Ja, 5k Experience da. Wieder nach vorne. Kleine Lebenszeichen von TSS. Necro hat jetzt... natürlich, natürlich. Guck dir mal kurz die Items an, die Necro hat. Und denk mal dir dazu, was jetzt als nächstes Item kommt. Natürlich, natürlich. Arganims ist überschätzt. Ja. Kriegen den Juggernaut ein bisschen dauern, aber alles, was sie erstmal draufwerfen, bringt erstmal nichts. Ja, ja. Pass aber auf, das sieht jeder. Also, alle Caster sehen das mit dem Jet. Finden die den Dying, macht ein bisschen Damage drauf, aber. Hilft nichts. Necroforce mit Dagen. Ja, 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 ja. Bitwege gestunt. Mecha ist draußen. Lockdown kommt weg. Beno Ulti trifft ihn noch. Und Ritzel. Oh, kriegt's nicht hin. Juggernaut jumpt auch noch zu den nächsten. Hier der Stun und vorher noch den Dagen rein. Siege aus das Schicksal 3 zu 0 bisher. Einiges an Sustain hier. Einiges an Heal. Und das ist halt auch gerade das, was das Lineup ausmacht. 15 Sekunden bis Healing Ward. Mehr. Der Death Pulse ist jetzt wieder online, der jetzt noch ein bisschen heilt. Tja, und das ist halt ein Undying, die 50 Sekunden auf 15 Sekunden noch tot ist. Schrapnell kann es auch nur ein bisschen slowen und jetzt haben wir halt auch die Healing Ward, die halt einfach die komplette Regeneration ausmacht. Sollte eventuell der zweite Tower werden hier. Aber noch. Und sie fighten anscheinend. Und wieder mit dem Splitten gedodged. Und wieder steht Juggernaut einfach rein. Impede ist jetzt draußen, aber Ultimus kriegt einiges an Damage. Pop vorher. Scarlet Mage versucht irgendwie da hinzukommen, aber läuft die ganze Zeit eigentlich nur das Makrofeier und stirbt da dran. Gale misst, aber Sniper wird auch downfallen. Dafür sorgt der Dagen. Ich glaube, das Spiel hier haben IG fest in ihrer Hand. Auch wenn Juggernaut wahrscheinlich jetzt hier casually einfach mal feeden wird. Aber anders jetzt ist auch nur ein Dying da. Aber ein Decay sollte das schon. Sollte ihn schon killen. Da kommt der Blink vom Center Warner gleich. Nee. Geht doch ein bisschen zurück. Necro 3 und der nächste Dagen. Level 2 erst. Da haben sie noch ein bisschen Kills damit, wenn sie da mehr kann. Juggernaut ist aber jetzt drin. Damage Amplification ist einiges und die Regeneration vom Necroforce ist noch wesentlich mehr. Und tatsächlich. Bringen sie ihn einfach nicht down. Bringen jetzt die Concoction aufgeworfen. Bringen ihn down, aber müssen jetzt erst zurückziehen zu viert. Zu zweit gegen vier. Holz vom Jakiro. Und da geht der Alchemist noch nicht down. Ist geslowed, Concoction. Hilft nichts, Jakiro. Geht ihn auch. 4 zu 1 der Trade wieder. Und die T4s fangen an zu fallen. Zwei Racks down. Und das sieht mir sehr so langsam nach Fountain Camping aus. Und das sollte hier GG kommen, beziehungsweise dann gleich. Ja. Auf der Thron, wenn sie das nicht gekonnt hätten. GG für IG. Invictus Gaming hat sich hier gut geschlagen. Oder Indie Gaming, je nachdem, wie man es nimmt. Und nach dem fragwürdigen ersten Spiel dann doch jetzt den Vorteil ausgespielt und das zweite Spiel gewonnen. Mit aber definitiv einem schönen Draft-Unterschied. Tja. Und was ist dein Fazit, Tim? Ja, schönes Spiel. Ich habe ja leider das erste nicht mitverfolgt. War besser so. Aber da hatte Team Soysos wohl keine Antwort drauf. Ja, so sieht's aus. Und irgendwie war es auch eigentlich Late Game, aber es war einfach wesentlich mehr Late Game von IG. Mit dieser krassen Aggressive Tri-Lane und sie einfach durchgeschnitten wie Butter. Ja, ja, ja. Naja, bei 10 habe ich aufgehört zu zählen. Ja, war auch besser so. Gut, das beendet den heutigen Spieltag. Der ESL Thinkfast Razor League. Vierten Qualifiers, damit sind alle Qualifiers vorbei. Ich glaube mal, dass IG hier sich mit dem Win definitiv, ja, haben sich in die Gruppenstage vorgekämpft. Team Sojasauce war da schon vorher. Und dementsprechend sehen wir beide Teams in der Gruppenphase wieder. Besten 20 Teams kommen weiter. Was, ja, die üblichen Teams sind, die man halt so in der Gruppenphase, in der Qualifiers schon gesehen hat.
Nächsten Samstag dann die Gruppenphase der ESL Thinkfast Razor League. Ich bin Sisterson, das war Tim und das ist Paul und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.